Nihau, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder ansiehst. Ich melde mich wieder aus dem Homeoffice und heute geht es um das zweite Set aus der China Hall of Fame Serie von Tsingbao. Nummer des Sets ist XB01403B. In diesem Set geht es um den ersten Kaiser von China, Qinshu Huangdi. Nebenbei bemerkt, die erste Silbe des Namens Qinshu Huangdi bezeichnete damals den Staat Qi. Und heute ist das ganze Land allgemein als China bekannt. China von Jin. Qinshu Huangdi wurde im Jahre 221 vor Christi im Alter von gerade mal 13 Jahren zum Gottkaiser gekrönt. Der Staat Qin eroberte unter seiner Führung daraufhin alle 6 zuvor total zerstrittenen Königreiche und vereinigte damit ganz China. Bereits ein Jahr später begann der junge Qinshu Huangdi mit dem Bau seines eigenen Mausoleums. Es sollte die ganze damals bekannte Welt im Kleinen darstellen. Der heute weltweit bekannteste Teil dieses Mausoleums ist die berühmte Terrakotta-Armee. Über die lange Bauzeit von 38 Jahren arbeiteten 700.000 Zwangsarbeiter am Grabmal von Qinshu Huangdi. Und was hat er denn noch so gemacht, der erste Kaiser von China? Die Liste ist lang. Er vereinfachte und vereinheitlichte die chinesische Schrift. Dann hat er die Gesetze und das gesamte Verwaltungssystem verallgemeinert. Er vereinheitlichte Maßeinheiten und Gewichte. Und er setzte eine Währungsunion für ganz China durch. War das dann schon alles? Nein, denn so ganz nebenbei hat Qinshu Huangdi auch noch die große Mauer vollendet. Natürlich tat er das nicht mit seinen eigenen Händen. Er zwang dazu über 1 Million Zwangsarbeiter. Darunter auch sein eigener Sohn. Wer sich übrigens damals weigerte, an der Mauer mitzuarbeiten, der wurde kurzerhand bis zum Hals eingegraben und mit einer Sense von seinem Kopf befreit. Daher ist die große Mauer von China auch als der größte Friedhof der Welt bekannt. All diese Projekte brachten Qinshu Huangdi natürlich nicht nur Beifall von seiner Bevölkerung ein. So wurden insgesamt 3 Attentate auf den Kaiser verübt, die er jedoch alle überlebte. Doch all diese Attentate hatten natürlich schon einen Einfluss auf den Kaiser, denn er hielt sich fortan für unsterblich und lebte doch in ständiger Todesangst. Unter anderem auch deshalb begab sich der Kaiser oft auf Inspektionsreise durch sein großes Reich, wovon auch dieses schöne Set handelt. Er ließ dazu ein komplettes Straßennetz durch ganz China bauen, damit er bequem zu seinen insgesamt 700 Palästen reisen konnte. Und am Straßenrand jubelten ihm dann immer viele herausgeputzte Frauen zu, in der Hoffnung, in den Haaren des Kaisers aufgenommen zu werden. Ja, so angenehm das auch immer war, so viel zu reisen. Der Hauptzweck seiner Inspektionsreisen war die Unterdrückung von Unruhen. Der Kaiser hatte viele politische Gegner und mit am einflussreichsten waren die Konfuzianer. Womit wir dann auch wieder bei dem Konfuzius-Set aus meinem letzten Video wären. Ich zeig's euch hier nochmal kurz. Konfuzius selbst war zwar bereits seit 300 Jahren tot zu diesem Zeitpunkt, seine Lehren jedoch von Chancengleichheit und dem Streben nach Gleichgewicht im Leben lebten allerdings ganz seiner Nachfolger weiter. Ich muss den jetzt mal abmachen, der löst sich dauernd. Diese Lehren standen natürlich in direkter Konfrontation zu dem Streben des Kaisers, welches da lautete: Der Mensch ist von Grund auf schlecht und kann nur durch strenge Gesetze regiert werden. Also dachte sich der Kaiser, ich statte diesem rebellischen Konfuzianer mal einen Überraschungsbesuch ab. Natürlich reiste Qinshu Huangdi nicht allein, sondern nahm 60.000 schwer bewaffnete Soldaten mit. Um die Rebellion im Keim zu ersticken und die aufrührerischen Lehren Konfuzius ein für alle Mal auszulöschen, ließ der Kaiser alle Bücher und Schriften, die sich finden ließen, verbrennen und 640 Gelehrte lebendig einmauern. Gotcha. Zum Glück lassen sich freiheitliche Gedanken nicht so einfach und auf Dauer erledigen. Und so kam es, dass wir auch heute noch aus den Weisheiten des großen Konfuzius lernen können. Der Kaiser selbst wurde letztendlich nur 50 Jahre alt. Er war also doch nicht unsterblich. Er verstarb auf seiner letzten Inspektionsreise unter ungeklärten Umständen.
Seine Eunuchen und Beamten wollten die Tour aber unbedingt bis zum Ende durchziehen. Und so wurde der Tod des Kaisers geheim gehalten. Als der Leichnam dann langsam angefangen hat zu stinken, wurde kurzerhand ein weiterer Wagen mit faulendem Fisch hinter dem Kutsche des Kaisers hinterhergezogen. Dieses Video ist etwas länger geworden. Das ist aber auch diesem tollen Set geschuldet und natürlich der spannenden Hintergrundgeschichte des ersten Kaisers von China, Qinshu Wangdi. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin durchgehalten haben und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und als Bonus gibt es jetzt noch einen kleinen Clip vom Zusammenbau des Sets. Bleibt alle gesund und bis bald, euer Matthias.